Je schlechter der relative finanzielle Status einer Person, desto schlechter wird im Durchschnitt auch seine Gesundheit sein. Dieses Phänomen beruht auf einem Faktor, den man als psychosozialen Stress bezeichnen könnte. Und er ist die Grundlage für die größten sozialen Verzerrungen, die unsere Gesellschaft heute plagen. Seine Ursache? Das geldbasierte Marktwirtschaftssystem. Lass dich nicht täuschen. Der größte Zerstörer der Ökologie, die größte Quelle für Abfall, Ausbeutung und Verschmutzung, die Hauptursache für Gewalt, Krieg, Verbrechen, Armut, Tierquälerei und Unmenschlichkeit. Der größte Erzeuger sozialer und persönlicher Neurosen, psychischer Störungen und Depressionen und Angststörungen. Nicht zu erwähnen, die größte Quelle sozialer Lähmung, die uns davon abhält, neue Methoden für persönliche Gesundheit, globale Nachhaltigkeit und Fortschritt auf diesem Planeten zu nutzen, ist nicht etwa irgendeine korrupte Regierung oder Gesetzgebung, noch irgendein Schurkenunternehmen oder Bankenkartell. Es ist weder ein fehlerhafter Aspekt der menschlichen Natur, noch ein im Verborgenen operierender Geheimbund, der die Welt kontrolliert. Es ist das sozioökonomische System selbst, und zwar von Grund auf. At its very foundation.